Nicht mehr lange, dann erscheint endlich das langersehnte Detective Conan Kapitel 0. Wir sind in Detective Conan da, wo wir sind, weil Shinichi sich für den Weg der Liebe entschieden hat. Was Saoko und Kaito damit zu tun haben, wie immer nach dem Intro, die ersten Spoiler zum Kapitel 0. Viel Spaß. Ranmori wünscht euch ganz viel Spaß beim neuesten Video von Kaito Akai. Willkommen war Leute, was geht ab? Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detective Conan Spoiler Video. Knapp 30 Jahre nach dem Erscheinen des ersten Detective Conan Bandes, nämlich 1994, kriegen wir endlich Kapitel 0. Kapitel 0 ist quasi die Vorgeschichte zu Kapitel 1, wo alles angefangen hat. Wir erinnern uns zurück, es ging ja mit einem Fall los, wo wir direkt Shinichi gesehen haben, wie er quasi einen Hochstapler in Larft, der so getan hat, als ob er verletzt wäre und im Rollstuhl ist, darauf angewiesen ist. Letzten Endes war es aber nur eine Farce. Damit wussten wir schon, Shinichi Kudo ist ein ernstzunehmender Schülerdetektiv. Später ging es dann mit seiner Kindheitsfreundin Ranmori ins Tropical Land und von diesem Moment sollte sich alles ändern. Er war nämlich geboren. Die Geburtsstunde von Conan Edogawa. Er hat sich dazu entschieden, einen Fall in einer Achterbahn zu klären und wurde dann später neugierig, weil er einen Deal beobachtet hat. Männer auch aus der Achterbahn, nämlich Männer in Schwarz, waren anwesend. Doch als es zur Übergabe kam, wurde er von hinten niedergeknüppelt und ihm wurde ein Gift verabreicht, welches ihn eigentlich hätte töten sollen. Aber nein, er wurde nicht getötet, er ist einfach nur geschrumpft bzw. verjüngt. Er ist als kleiner Junge aufgewacht und musste sich dann den Namen Conan Edogawa zulegen. Das war so ein bisschen die Geschichte und jetzt steigen wir nämlich direkt ein ins Kapitel 0. Die ersten Spoiler sind nämlich schon da. Kapitel 0 beginnt tatsächlich auch mit einem Flashback. Das kennen wir sehr, sehr gut, nämlich mit den Episoden 772 und 773, nämlich der Aquariumfall von Shinichi. Das ist quasi eine Erzählung, wo Shinichi noch groß war und vor dem Tropical Land, zeitlich gesehen zumindest, mit Ran im Aquarium war und er hat quasi so das Handy von ihr verschludert und als Wiedergutmachung hat sie dann einen Ausflug spendiert bekommen zum Tropical Land, weil sie da unbedingt hin wollte. Das ist auf jeden Fall das Versprechen, welches er auch gehalten hat und ihr werdet immer mehr sehen, dass es so verdammt geil ist. Tatsächlich ist es natürlich hier auch Kanon, ja, also alles, was wir hier erfahren sehen, ist dann quasi auch Teil des Hauptstranges in der Detective Conan Geschichte. Bis jetzt macht alles Sinn, bis jetzt ist auch nichts Neues passiert. Jetzt kommen wir aber zu dem eigentlich interessanten Teil, nämlich das Decision Making. Warum Shinichi da angekommen ist, wo er angekommen ist und wovon er sich leiten lassen hat. Und ich nehme es vorweg, das habe ich auch schon im Intro gemacht, die Liebe hat ihn letzten Endes zu Conan Edogawa gemacht. Und was Saoko und Kaito Kid damit zu tun haben, werden wir nämlich auch gleich erfahren. Wir sind dann einem Tag nach dem Aquariumfall im Tropical Land. Aber nicht mit Ran zusammen, nein, sondern Shinichi war alleine schon mal da. Guckt mal, wie süß er einfach war. Er wollte nämlich auskundschaften, was er wo wie mit Ran macht, um ihr quasi einen unvergesslichen Tag zu bereiten. Also hat er die ganzen Locations abgecheckt und überlegt, okay gut, unter anderem mit welcher Achterbahn fahren wir. Und da gab es zwei zur Auswahl. Einmal diesen Mystery Ghost Coaster, der ja letzten Endes auch ausgewählt wurde. Oder auch im Kapitel 1 oder den Dragon Coaster. Und er ist hin und her gerissen gewesen, hat sich dann aber erstmal für den Dragon Coaster entschieden, weil er sich erinnert hat, dass Ran extreme Angst vor Geistern hat. Und er wollte sie natürlich nicht verärgern und wollte da auf jeden Fall Rücksicht drauf nehmen. Eigentlich schon wirklich sehr, sehr süß. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, dass ich dieses Wort süß sehr, sehr oft verwenden würde, aber mir fällt dazu einfach nichts anderes ein. Er ist wirklich ein wahrhaftiger Gentleman. Das sollte aber nicht lange so bleiben, denn zufällig hat er gesehen, während er weiter durch den Park geschlendert ist, dass ein junges Paar, ein junges Couple quasi aus dem Ghost Coaster rausgekommen sind und sie so Angst hatte, also das Mädchen quasi, und sich dann sehr, sehr an den Jungen rangeschmissen hat. Das ist also für ihn natürlich eine perfekte Möglichkeit gewesen. Moment mal, sie hatte also Angst. Ich wollte sie zwar nicht die Angst aussetzen, aber dadurch ist sie zu mir gekommen.
bekommen und so konnte sich quasi körperliche Nähe aufbauen. Das hat er sich natürlich wie immer in seiner detektivischen Art, Manier immer notiert und dachte sich so, okay, vielleicht mache ich das auch, ja. Dann war er auf jeden Fall so ein bisschen, okay, vielleicht nehme ich doch nicht den Dragon Coaster, sondern den Ghost bzw. Mystery Coaster, so wie er quasi auch im Kapitel 1 heißt. Nichtsdestotrotz ist er dann weitergelaufen und jetzt kommt's, meine lieben Leute. Er sieht diesen krassen Springbrunnen und dort sieht er ein weiteres junges Pärchen, das dachte er zumindest, nämlich Kaito Kuruba und Aoko Nakamori. Wie süß ist das denn? Muss man ganz klar sagen, Aoko unglaublich schön gedresst. Wie gesagt, ich kann euch hier leider keine Bilder einblenden, aber ihr müsst euch vorstellen, sie isst ihr Eis, ja, und so übelst sommerlich gedresst mit so einem schönen Hut, mit so einer Schleife drum, das passende Top dazu. Es sieht so, so schön aus, ja, und es ist einfach geil, ja, es ist einfach geil, er hat sich in dieser Situation einfach selber mit rangesehen. Also, wir sehen quasi die Ursprungsgeschichte von Detective Conan, ist also nicht nur Shinichi, nein, sondern auch Kaito Kuruba und Aoko. Das ist noch cooler, nachdem wir durch den Film letzten Endes jetzt auch wissen, Film 27, Spoiler, wer den noch nicht gesehen hat, dass sie natürlich auch verwandt miteinander sind, beziehungsweise Cousins sind. Sehr, sehr geil. Und er hat die dann so ein bisschen beobachtet, so richtig komisch, wie Conan auch immer Leute beobachtet hat, wenn er irgendwas sieht oder Leute sprechen und er sich irgendwo versteckt, hinter einem Schrank, hinter einem Tisch, hinter einem Auto, hinter einer Litfaßsäule, was weiß ich. Hier hat er sich halt hinter dem Brunnen versteckt und hat die einfach beobachtet und gesehen, dass sie eine sehr, sehr gute Zeit miteinander hatten. Ja, die haben zusammen Eiscreme gegessen und dann dachte er sich auch, Moment mal, vielleicht ist das auch der Ort, wo ich ran hinbringen könnte. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, ich würde sagen, aufschlussreicher Tag für Shinichi gewesen, ja, und damit sind auch die Spoiler für Kapitel 0 hier auch erstmal zu Ende. Wir haben also quasi die Geburtsstunde und wir wissen also, es gab mehrere Optionen für Shinichi, seine Geliebte ran irgendwo hinzubringen. Letzten Endes hat er sich quasi durch die Möglichkeit, dass sich seine Geliebte ran, ja, quasi an ihn wirft und er vielleicht zur Nähe brechen kann und vielleicht auch das Liebesgeständnis rausbringen kann, einfach mal eine gute Zeit zu haben, für den Mystery bzw. Ghost Coaster entschieden und nicht für den Dragon Coaster. Hätte er sich dafür entschieden, hätte er wahrscheinlich niemals diesen Fall gelöst, weil quasi auf der anderen Achterbahn passiert ist. Dadurch hat er niemals die Männer in Schwarz gesehen, die er davor schon gesehen hat. Letzten Endes war er auch dadurch so ein bisschen misstrauisch und wir hätten wahrscheinlich auch niemals Conan Edogawa bekommen. Wir hätten niemals dieses unglaubliche Meisterwerk bekommen, nämlich Detektiv Conan. Das war's. Das waren die Spoiler zum Kapitel 0. Ich bin wahnsinnig happy. Ich finde es unglaublich schön, dass wir wirklich so ein bisschen die Entstehungsgeschichte bekommen haben. Und ich bin auch wirklich froh, dass es so ist. Ich hatte schon wirklich verschiedenste Szenarien im Kopf. Was können wir sehen? Was können wir erwarten? Aber meiner Meinung nach ist das hier auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Entscheidung gewesen, so ein bisschen einfach alles zu rekonstruieren. Ich hoffe, euch haben diese Spoiler gefallen. Habt ihr damit gerechnet, dass unter anderem auch Aoko und Kaito auftauchen? Ich nicht. Man weiß ja natürlich auch, wenn man Magic Kaido geguckt hat, ja, dass es natürlich auch, ich sag mal, wenn man das jetzt im Ganzen betrachtet, abzusehen war vielleicht sogar. Auf jeden Fall habe ich das nicht kommen sehen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, Zuhören. Bis zum nächsten Mal, euer Kaito Arkai.